Stay in the cut on the north side. Hella points, trigger fingers on my fucking throat. Five demons rising out the crypt. I smoke me a fat line, never gave a fuck. Grew up by the mud, pull up, then I pop the trunk. Grew up with the fucking robbers, always kept the mask on. Motherfuckers gon' die if we keep the mask off. Suicide when I ride, bitch, scarecrow to walk the shadow. Mozart with no piano. Kill when I'm sleepy hollow. That mystic motherfucker that's addicted to prescriptions. Xanax for the panic, mental problems, you can add that. Multi-million owned business, you just signed a deal, bruh. 3 years past, still broken, you ain't paid up. Dollars I ain't touched yet, burning for the fuck of it. If a mess, lunatic, you just up it. Cut up with the death wish, raised where the savage live. Straight out the death pit to keep alive the triple six. So, meine lieben Damen und Herren, herzlich willkommen hier zurück bei Spielrausch zu einer weiteren Folge von GTA 5 Online. Wir machen weiter mit dem dritten Fahrzeug, was es hier auf dem Schrottplatz zu holen gilt. Da gucken wir mal direkt nach. Das müsste ein Beetle sein, demnach ein VW Käfer. Registriere dich als Boss. Ja, das dürft ihr nie vergessen. Ich kann es Gott sei Dank machen, weil wir haben hier nicht mal viele CIOs offen. So, jetzt aber. Okay, this is it. Everything's in place. You ready to go full pirate mode? Cause if anything's worth boarding a ship crawling with heavily armed private security, it's this car. Genau. Ich habe die ganze Vorbereitung für diese Mission gemacht, damit wir das Auto schnellstmöglich holen können. In den Ladescreens werde ich das schneiden, wenn es halt nur ein schwarzes Bild ist, ansonsten Cutscenes und so, das sehen wir uns natürlich an. Warum ich... Warum ich euch die Vorbereitung nicht gezeigt habe, aus dem einfachen Grund, weil da ist nicht viel, kommt nicht viel, das ist einfach hier Nerve durch die Cutscenes, das ist einfach. Grab your ride and head up to the docks. I'll be in touch. Oh, and by the way, that getup is fresh. Ich soll in dieses Auto steigen? Ist dein Ernst? This car is gonna be lit, bro. I mean, my uncle might be a seriously bad guy, but his taste in cars? Ja, aber ich möchte nicht mit diesem Wagen fahren. Muss ich das? Was hab ich denn da an? Cool, oder, Leute? Mal gespannt, ob ich mit meinem Wagen... Ja, ich darf auch mit meinem Wagen fahren. Ich hoffe, ich brauche diesen Wagen nicht, sonst haben wir Arschkarte. Und ich würde auch gerne mit einem Heli fliegen. Das probieren wir dann auch mal, wenn es nicht so weit weg ist. Wo müssen wir denn? Ah ja. So, schauen wir mal. Geht alles. Fahrzeuge verwalten, einlagern. Festlich verträgt was anderes. Sollte demnach ja auch dann gehen. Dann wollen sie uns so einfach machen wie möglich. You're through to your garage. You need me to bring you a ride? Und dafür nehme ich sogar. It's coming at you. Eine MK2. Oh, wie parkt sie wieder? Naja, wenn man Motorradclub auswählt, parken sie das Dreckbein um die Nase. Und es dauert wirklich nicht lange. Da steht die Karre da. So. Holen wir uns das Auto, Leute.
So, die wollen jetzt tatsächlich, dass ich mit dem Boot fahre. Schön, dass sie mal ein bisschen Farbe reinbringen. Ich kriege es nicht angezeigt. Ich denke, ich muss echt mit dem Boot jetzt fahren, damit es mir auf der Karte angezeigt wird, der wird es. Und wir testen natürlich auch. Aha. Guck mal, da kommen sie direkt. Nee, noch nicht. So, wir testen mal direkt. Jason, it feels good, but like, only so good, you feel me? The patrol boats might not notice you, but once you're on board, face to face, you're gonna get some looks. That's why, hear me out, you're gonna climb up the anchor chain. Easy. You lift, right, bro? For you, right? Junge, ich sag dir eins, warte mal. Hab ich, die Westen habe ich immer noch nicht gekauft. Und Munition habe ich auch noch nicht besorgt. Ich bin gar nicht vorbereitet auf das, was gleich kommt. Ja, das ist natürlich dumm. Ich bin eigentlich immer derjenige... Was ist denn Signalverkehr? Okay, die brauchen wir dann. Wir nehmen mal Schallgedämpft und ansonsten explosive Flintenkugel. Dann würde ich sagen, nehmen wir noch... Ja, genau. So, was haben wir sonst noch? Hier haben wir noch. Okay. Bin gespannt, wie oft ich diesmal sterben werde. Auf jeden Fall ballern wir hier alles ab, was wir kriegen. Was wir machen können. Ich hoffe, ich treffe das Auto nicht. Ein Treffen, ne? Was die ein Treffen können, das ist der Hammer. Das hätte auch ins Auge gehen können, meine Freunde. Ah, ihr seht schon, eine MK2 ist schon Gold wert. Ja, wir machen alles mit der MK2 hier, was ich so sehe. Müssen aufpassen, ne? Und irgendwann habe ich auch keine Munition mehr, so wie das aussieht. So, Entdeckung, Entdeckung. Okay, when you're on board, find the captain and incapacitate him. He'll have the codes we need for the terminal on the bridge. Also, wir müssen zum Captain. So habe ich das mit dem halben Auge gesehen, weil ich kann es nicht gucken und lesen. Das ist halt so, wie es ist. Hallo? Alter, kann ja gar nicht. Ich glaube, ich kann nur mal einen gucken. Das war auch so, ja. Das kann ich auch anders regeln hier, ne? Was die immer schreien, ja, geil. Wie viel die ein... Alter. Guck mal, was der einsteckt. Ganz Magazin knall ich auf den. You motherfucker, ey. Ja, ich, super Deckung. You motherfucking cocksucker! Get behind me!
hide something! I'm a fucking everybody hands down! Schnell mal Energie zu hinzufügen. Guck mal, was die sich verstecken. Teilweise sind die oben. You fuck with the wrong soldier. Das sollten wir auch hochgehen. Wäre einfacher, oder? Aber ich komme ja gar nicht da hoch. I'm gonna kill you. Was die labern, ey. Und wir rennen jetzt einfach mal durch. Wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Wir müssen auf jeden Fall hoch. Semper Fi, Motherfucker! Take cover! He's down! In your face, Junge. In your face. Wir müssen hoch. Man down! Shield yourself somehow! You scumbag! Don't fuck with me! Okay. Teilweise dumm auszumachen. Wir sind auf der Brücke oben. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Come on, bitch! Alter. Von wo kam der denn, ey? Take cover now! Boah, bin ich denn doof? Wo hat denn der mich getroffen? Von wo kam das denn jetzt, bitteschön? Also, Leute, ihr müsst echt aufpassen, weil das ist nicht so wird halt wirklich bescheiden sein. Wohl hinkriegen, oder? Wir müssen noch einen höher. Ich hab noch ein Deck. Okay. Ja, soweit ganz gut, ne? Also wenn ihr eine MK2 habt, macht ihr das bis hierhin so wie ich. Würde ich sagen. Viel einfacher und schneller. So, erreichen die Brücke. Machen wir mal die Tür auf. Das hat er da gerade Gift versprüht. Also Snacks müsst ihr auf jeden Fall einpacken, ja, denn so, er hat einen Schlüssel, den wir brauchen. Durchsuchen wir ihn mal. Ansonsten ist die Mission gar nicht so verkehrt, nicht zu schwer. Greif auf das Terminal der Brücke zu. Was habe ich denn da genommen? Die Mütze? Ach, die habe ich ja schon ewig, aber gut. Wenn ihr meint, ich bin der Cap. So. What? Schneide die Container auf. Break into those containers.
Ja, von innen können wir halt nichts machen. Das können wir getrost vergessen. Deswegen müssen wir raus. Bam Bam Bigelow. Ich habe nicht getroffen, zu weit weg. Also drei Container sind es. Oh, nein! Ist gut, ist gut. Es ist auch gar nicht so schlimm. Es ist auch gar nicht so schlimm. Dann machen wir das halt so. In dein Auge, Junge. Nein! Was macht denn der? Ach Gott, oh Gott. So, aufschneiden. Wir haben ja alles, was wir brauchen. Wir nehmen unsere, genau, Schneidezange. Genau. Gucken mal rein, was wir da drin haben. Ist nicht das drin, was wir erhofft hatten. Ne? Auch nicht schlecht. Ich find's lustig, ich find's gut. Na komm. Das ist schon nice. Hopp. Jawohl. Ob wir sportlich sind. Ja, ich denke, jetzt haben wir Glück. Ah, da ist er doch. Wow. Was? Ich will den haben. Was bist du denn für ein Lapp? Hey, ich will diesen Wagen haben. Ja, wir wollen ihn haben. Ich möchte aber gerne noch mal in die andere Karre gucken. Obwohl, jetzt ist das nicht mehr machbar, ne? Ja, gut. Dann ist ja geil, dass wir den so kriegen. Nummer 53, ja. So. Wir steigen hier drauf. Macht er nicht. Okay, dann holen wir die Signalfackel und lassen die hier dran. Ja, super. Okay. Ja. Ich fürchte nur, dass wir nicht genug Raketen haben, ne? Watch my back while I hook her up. Oh, oh, was machst denn du da? Genau. Ab mit dir. Ich hoffe, meine Raketen reichen noch dafür. Nee, geht gar nichts. Scheiße. Oh no. Jetzt aber schnell, jetzt aber schnell, jetzt aber schnell. Komm, dafür sind die doch da, oder? Ja. Los, 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 los. I'm coming for you. Jetzt muss ich nur hier sein. Da hinten sind sie. Okay, das kriegen wir hin. Boom. Genau so geht das. Jetzt legen wir den Rest auch mit diesem
weniger, weiter. Ziehen wir näher ran, guckt uns das Ganze an. Cool, das ist, wenn er gleich so einen Container drunter hat. Ich wünschte, man könnte den auch kaufen und so ein paar Wachsen damit machen. Aber das ist ja genau das, was Boxer nicht will. Was anscheinend mit den Feinden. Und da habe ich ja gar nicht mit gerechnet, dass der Beetle jetzt ja, oder VW Käfer auf Deutsch, dass der jetzt so, in so einer Art ist, ein aufgemotzter Laden ist. Ich habe jetzt echt gedacht, wir kriegen das, was wir da gesehen haben. Aber das ist ja nicht der Fall. Das ist ja schon mal super. Immer schon einen aufgemotzten, einen getunten, für alle, die aufgemotzt nicht verstehen. Na geil. Also ich mag die Missionen und ich bin dann für Montag mal gespannt, was für drei Fahrzeuge dann dort uns erwarten. Ich denke mal, hier oben auf dem Parkdeck darf ich ihn empfangen und ihn dann selber wegbringen. Super, dann werde ich mal so landen hier. Geil. Können wir noch ein bisschen dann rumfahren. Und wenn man ihn dann später mal selber haben will und kaufen möchte. Dankeschön, tschüss. Dann können wir ihn uns kaufen. Und jetzt testen. Ja, Mann. Wie cool der aussieht. Sauber, Leute. Ach ja, wie viel heißt der Mann? So war das. Yeah! Try is nice, right? Ja, ohne Verluste. Get back to the yard as soon as you can. We'll get our guy to fix up any vents. Oh, and I'll need you to whip that shit around. Can I sit in it? Just like take a few pics for my Snapmatic, you know? No? That's cool. Blöd ist nur, wenn man so ein Scheißwetter hat, ne? Ja, das war doch mal ein Erfolg. Hier in der offenen Lobby mit nur noch 30 Mann. Merke ich gar nichts von. Oh, wir kriegen doch noch Besuch. Oh, das kann uns nicht stören. So, gehen wir den mal ab. Ja, dann kann ich mir überlegen, ob ich die jetzt verkaufen möchte. Was dann natürlich eigentlich logisch ist. Ich werde die ja nicht ausschlachten. Ich werde die natürlich an den verkaufen, wo das meiste Geld rauskommt, ne? Reinkommt, meine ich. Stranzer! Super! Ich meinte Nachtclub, ja, das sind die Top-Einnahmequellen, glaube ich, ganz im Ernst mal, ne? So, jetzt haben wir alle drei da stehen. So, ja. Wir haben nochmal 50.000 extra gekriegt. Alle drei Autos stehen jetzt hier. Er macht direkt Fotos. Und jetzt gucken wir mal auf den Terminal.
Unterschied alles erworben, den Schrottwert und den maximalen Verkaufswert steht dort. Und das ja, ist doch klar, dass wir den maximalen Verkaufswert nehmen. Und jetzt können wir hingehen und sagen, einmal bitte alles verkaufen. Und dann haben wir keine mehr, die wir hier ausnehmen an Fahrzeuge. So. Deine Leibwächter müssen im Schrotthandel sein, damit du mehrere Fahrzeuge... Ach, wir können immer nur einzeln verkaufen. Das ist aber gar nicht schlimm, machen wir. Bist du sicher, dass du den wie viel für einen Maximalwert von... Ja, bin ich. Ja, das würde ich euch dann empfehlen, natürlich in einer Lobby zu machen, ohne Spieler, wenn die das jetzt mitkriegen sollten und gezeigt kriegen. Seht ihr? Wird abhängig sein von den Schäden am Fahrzeug bei der Übergabe. Also, da empfehle ich euch natürlich jetzt Folgendes zu machen. Wir lassen den mal hier schnell stehen. Ja, das müsst ihr in einer Lobby machen. Wir rufen Pegasus. Und bestellen uns dann jetzt einen Wagen. Hello, this is Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Cargo Board. Your beautiful new aircraft is waiting at our nearest airfield. We hope you're very happy, sir. Da fahren wir natürlich hin. Bin gespannt, was jetzt passiert. Oh mein Gott. Aber obwohl ist er gar nicht so weit weg. Dann wollen wir mal sehen, was passiert. Ich gehe mal auf Geister mit. Organisation so lange. Das ist mir jetzt sicherer. Und ich befürchte, wir können den damit dahin liefern. Ist sicherer. Das machen wir auch in Kürze mal schnell. Denn ich weiß jetzt nicht, ob wir Feinde auf den Hals gehetzt kriegen oder ob es um die Spieler geht hier in der Lobby. Und um nicht zu riskieren, bin ich in eine Geisterorganisation gegangen, um den mal eben mit dem Heli wegzubringen. Sollten jetzt NPC-Feinde kommen, ist auch egal. Denn deswegen habe ich mir jetzt den Cargo-Bob bestellt. Wenn ihr allgemein immer Fahrzeuge ausliefern müsst und es kommen NPC-Feinde, dann macht es mit dem Cargo-Bob. Umso weniger kriegt ihr Schaden, ist ja ganz klar. Jetzt bin ich gespannt, ob das geht. Das nimmt auch zum gleichen Test. Haken raus. Haha, es geht nicht, Leute. Es geht nicht. Also, wir können ihn nicht mit einem Cargo-Bob wegbringen. Okay, dann liegt es wirklich daran, wie ihr fahrt. Zeit hat man genug. Also macht es in einer Lobby für Freundeseinladung. Und dann habt ihr überhaupt kein Problem. Ich sehe auch nicht, dass irgendwelche NPC-Feinde kommen. Von daher geht das. So, Geisterorganisation endet jetzt gleich. Hier ist ein Störenfried. Der hat auch schon einen Totenkopf. Das sollte uns schon zeigen, dass er wahrscheinlich auch gewillt ist, um einen zu stören. Der sowas hier verkauft wie ich. Aber da kann ich jetzt keine Rücksicht nehmen. Ich möchte das Ganze jetzt auch nicht abbrechen. Ich halte mal einmal einen sauren Apfel beißen, ne? Ich fahre auf jeden Fall so vorsichtig wie es geht. Ich will ja nichts übertreiben. Naja.
klappt das schon. Das schaffen wir locker. Ja, schnell verdientes Geld, kann man mal sagen. Ich nehme mal diese kleine Abkürzung hier. Perfekt. So, das war's wieder für eine Folge von GTFF Online. Ich brauche euch jetzt natürlich nicht noch zu zeigen, wie wir die anderen verkaufen. Ne? Ihr habt es gesehen, wie es mit dem ersten geht. Und ich glaube, es wird auch mit den anderen genauso sein. Nur sollte sich da was aber geändert haben, dass ich doch angegriffen werde von NPCs, werde ich es euch mitteilen. So, Auszeichnung, Autohändler. My friend, Jamal tells me your first shipment is on its way to Liberty City. That is what's up, homie. Tonight, I will have a party in your honor. Wallahi, I'm telling you, they will shout your name from the rooftops. Wait, what is your name? Actually, no, don't tell me. It will only complicate things legally. But, well done! I hope to hear from you again soon. Peace out, homie! Ja, du kriegst ja noch die anderen zwei geliefert, die Tage, Junge, Yusuf. Wir sehen uns. So, meine lieben Damen und Herren, das war's. Wir sehen uns in einer weiteren Folge. GTA5 Online. Mal sehen, was ich da mache. Oder ihr schreibt in die Kommentare und beschreibt mir, was ich tun soll. Dann mach ich es. Ne? Guck mal, ne? Ob ich den kriege. Und wenn ihr extra Wünsche habt, sagt es auch. Und wenn du den Kanal noch nicht kennst, lasst ein Like da, ein Abo da. Das müsst ihr selber wissen. Haut rein, bis dahin und tschüss. Stay in the cut on the north side. Hella points, trigger fingers on my fucking throat. Five demons rising out the crypt. I smoke me a fat line, never gave a fuck. Grew up by the mud, pull up, then I pop the trunk. Grew up with the fucking robbers, always kept the mask on. Motherfuckers gon' die if we keep the mask off. Suicide when I ride, bitch, scarecrow to walk the shadow. Mozart with no piano. Kill when I'm sleepy hollow. That mystic motherfucker that's addicted to prescriptions. Xanax for the panic, mental problems, you can add that. Multi-million own business, you just signed a deal, bruh. 3 years past, still broken, you ain't paid up. Dollars I ain't touched yet, burning for the fuck of that. If a mess, lunatic, you just up it. Cut up with the death wish, raised where the savage live. Straight out the death pit to keep alive the triple six.